Wir sind wieder da bei Naruto. Wow, das war mal ein total optional geplanter Anfang, ey. Richtig gut. Oh. Und wir kämpfen jetzt gegen Killer Bee in diesem geilen Schneewaldgebiet. Lol. Ach du Scheiße. Füllt das irgendwie den Chakra wieder auf? Ja, ist okay. Mach Hui. Oha. Ich dachte, war voller super Wasserbomben Hardcore. Was ist denn da unten? Das? Ach, das ist das Schwert von dem. Ich will gucken, ob dem seine Angriffe wirklich die Scheiße da auffüllen. Nö, kein Stück. Aber das wäre cool gewesen. Hat der gerade. Ach ne, da war der Dings, ne? Mit dem Blitzen, oder? Ja, ist okay, lass mich. Oh. Wow, fährt er einfach da rum. Aber das wäre cool, wenn ihm seine Angriffe der Chakra aufsaugen würden. Hätte der zwar voll den Vorteil irgendwie, aber egal. Lol. Sag mal, kannst du bitte aufstehen? Mach nochmal die super Wasser-Versteckbomben-Scheiße. Ja, hat funktioniert. Voll der super Wasserbomben-Heil-Dings-Suze. Oh. Bagarau. Ich hab den durchgehackt. Sorry. Und der komisch strukturierte, texturierte Haare. Die sehen irgendwie scheiße aus und sind viel zu kurz. Ja, jetzt habe ich ihn freigeschaltet. Hui. Tipptopp. Und ich habe fast 3 Millionen Rio. Und ich habe mir gerade voll ein Headset kaputt gerubbt. Ich habe mir gerade voll ein Headset kaputt gerubbt. Und eigentlich habe ich gedacht, oh mein Gott, eigentlich habe ich gedacht, das wäre jetzt die letzte Aufnahmesession. Aber ich wusste ja nicht, dass die Story von Pain so extrem, von, ja, Dingsbums so lang ist. Madaroshi. Ich frage mich jetzt immer noch ein bisschen, wie das funktionieren soll mit dem, wie heißt die Attacke da nochmal? Ah, oh, wie heißt die nochmal? Wenn die köpfen, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit R. Ich hab es vergessen. Oh, ich vergesse hier alles. Uchiha Madara ni aseri wa mie nai. Von dem eigentlich die Story auch ist. Sote no hanyi ni ari, subete wa keikaku dori ni susumu. Uchiha Madara no keikaku ni bure wa nakatta. Zwischenszene. Mir ist übrigens der Name von der Attacke wieder eingefallen. Glaube ich. Kokomade kuruno ni zuibun to gisei o haratta yō da ne. すべては計画のためだ。だが、あいつらの犠牲によって7体の美獣の力を手に入れた。これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第4次忍界大戦を始める。 Und genau da ist das Spiel zu Ende. Toll. An der spannendsten Stelle hört das auf.
Hey. Oh, Abspann. Können wir nicht überspringen oder so? Wow, hell. Dann stehst du mir mal ein bisschen die Namen durch. Mhm. Ja, ist sehr interessant. Davon werde ich irgendwie müde. Oha, davon wird man echt müde. Ich glaube, ich überspringe das aber, oder? Weil, hallo? So, da wurde ich kurz unterbrochen. Jetzt geht's weiter. Ich habe einfach mal die Scheiße jetzt übersprungen. Das war ja jetzt nicht so interessant. Ja, ist okay. Die Geschichte von Killer Bee wurde freigeschaltet. Yay, yay. Das ist doch geil. Und ist lädt. Es lädt. Habe ich jetzt schon wieder für Anfälle? So. Gut, dann würde ich sagen, die letzte Story, obwohl ich muss ja danach noch die Story von Naruto und Sasuke nochmal spielen. Obwohl, soll ich die danach nochmal spielen? Weil ich musste die ja, Sasuke habe ich noch angespielt und Naruto habe ich nur bis zu einer bestimmten Stelle gespielt. Ja gut, ich würde sagen, ich mache dann jetzt kurz einen kleinen Cut hier, weil ich muss kurz, ja, was erledigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, ich bin wieder da nach der kleinen Unterbrechung und jetzt geht's weiter mit der Story von Killer Bee. Bam. Oder besser gesagt, Bam. Okay, war jetzt eigentlich dumm, aber egal. Yo, say ho! Ore ga darada ka shitteru kai? Hachibi ga sabi no Killer Bee.美人を宿したこの体にビートを刻むぜ日々新たに珍獣敵が生き抜く定め息つく間もなく戦う日々これから始まる四番勝負初戦の相手は渦巻きナルト九尾をその身に宿した少年いきなり初戦で少年は執念で掴み取るぜ勝利連勝街道突き進め全勝快挙で突き抜けろ青い What the fuck? Okay, das war bis jetzt natürlich das beste, die beste Zwischensequenz von allen. What the fuck? Da wird einfach nichts erklärt, der macht einfach so einen derben Rap und das war's. Cool, okay. Versteh ich, ist okay. Scheiße. Wie geil war das denn, ey? Ui! Epileptischer Anfall! Also kannst du bitte mit der Attacke da treffen? Boah, der hat weggeflattert. Ich freue mich schon auf die, ja. Danach die Sequenz nach den vier Kämpfen, weil er hat ja schon gespoilert, dass hier werden vier Kämpfe sein. Ja, ist gut. Hör auf, mich die ganze Zeit in die Fresse zu prügeln, ey. Ja, ich stehe direkt vor dem, weil der macht einfach nichts. Ja, ist okay. Ich sehe schon, der ist relativ stark, was mich leicht aufregt. Ja, ist okay. Ey, sag mal. Ist gut. Der tötet mich. Ich hasse dich, Naruto. Ach du Scheiße. Wenn das Spiel jetzt nicht leckt, dann weiß ich aber auch nicht. LOL. Okay. Das ist cool. Muss ich schon zugeben. Ach du.
Nein, nicht sterben. Ey, sag mal, jetzt hat er mich auch in den Modus da kaputt gebäscht. Oh. Schlecht. Nochmal neu. Ich hab mich am Anfang viel zu viel von dem kloppen lassen. Ich bin immer noch geflasht von dem geilen... von dem geilen Intro da. Lol. Okay. Komm her. Ja, komm. Komm doch. Ja, okay, da wollte ich jetzt eigentlich nicht einsetzen, aber egal. Ey, kann er mal treffen? Ist okay. Boah, scheiße, Naruto, ne? Den behinderten Schatten dafür gegen einfach dauerhaft irgendwelche Angriffe spammen. Schlecht, ey. Ja, und dann... Boah, komm doch jetzt in mir. Und dann kommt es nicht, weißt du? Jetzt hau ich ihn aber. Ja. Wow, ist denn geflogen? Aua. Das hat cool ausgesehen. Direkt nochmal. Klappt das auch noch. Boah. Das sieht geil aus. Zwar schmerzhaft, aber geil. Das ist irgendwie pervers angehört. Ja, ist okay, Naruto. Tot. Bäm. Den habe ich aber weggebäscht. Aber cool. Die ist so gestört. Gewonnen. Habe ich jetzt freigeschaltet? Wahrscheinlich erst im letzten Kampf, ne? Oder? Ja. Oder in irgendeinem anderen Kampf. Denke ich. Dann habe ich alle Charaktere, glaube ich, freigeschaltet. Da muss ich nur noch zwei Storys spielen und dann ist das Let's Play zu Ende. Ja! Also ich muss mich jedes Mal lachen zurückhalten. Warum muss ich denn jetzt gegen den kämpfen? Den damit zu tun, ey. Egal. Auf jeden Fall war das eben ziemlich komisch. Egal. Der ist okay. Sei einfach derber Doppelgänger. Ja, weicht schon noch schneller aus. Ist okay. Hau mir nicht ins Mull. Ist mal auf, den jetzt auszuweichen. Ja, ich kann nicht ausweichen, ne? Ich kann nur doof zugucken. Komm plus her, ey. Da hau ich hier voll in die Fräse rein. Und Batsch. Oh, du Behindi. Hab ich den jetzt nicht getroffen, oder was? Kann ich mal aufhören, die ganze Zeit auszuweichen? Oh. Nein, so knapp. Ja, ist klar. Wie soll ich denn da ausweichen? Du Scheiße. Ja, ich bin fast tot, okay. Dann muss ich halt wieder geilen Oktopus aktivieren. Auf dem Wasser passt das ja schon mal. Ja, Hauptsache. Ey, ist gut. Hey, wie soll ich denn da... What the fuck? Ich kann das nicht. Ich bin deprimiert. Ich muss jetzt aufhören. Ich habe nämlich keine Zeit mehr.
Deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part und dann freut euch schon mal auf die nächsten geilen Rap-Teile. Bis dann.